einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Bei mir gibt es heute wieder ein Aufbruch-Video auf dem Kanal, habe ich ja schon länger nicht gemacht. Und meine Kiste ist wahnsinnig voll, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was drin ist, deswegen gehe ich das jetzt schnell an und ja, zeige euch schnell die Sachen, die ich aufgebraucht habe. Als erstes fange ich an mit einem Cremeöl-Duschpeeling und das ist das hier von Balea, das ist das mit himmlischem Apfel- und Zimtduft. Wenn ihr meine Videos schon länger schaut, wisst ihr, dass ich das total geliebt habe, gerade im Winter. Es ist limitiert, steht auf jeden Fall drauf und ich habe es mir auch noch nicht nachgekauft, weil ich einfach so viel Duschkrams habe und auch immer der Meinung bin, wenn man zu viel davon hat und es dann wieder zu oft benutzt, dann ist es nicht mehr so besonders für einen. Deswegen habe ich mir das nicht nachgekauft, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch schon mal gab und hoffe einfach, dass es dann im Oktober, November, Dezember wieder gibt. Eine Spülung von Averde, das ist die Zitrone-Aprikose-Spülung, verleiht brillanten Glanz und leichte Kennbarkeit. Ich bin von Averde Haarprodukten bisher leider immer total enttäuscht worden, aber die hat mir echt gut gefallen. Also ich habe momentan wieder die von Sante, die ich euch auch schon in ganz vielen Videos gezeigt habe, von der ich einfach total überzeugt bin, die Glanzspülung. Aber das ist keine schlechte Alternative. Also gerade wenn man es ein bisschen abwechseln will, aber trotzdem bei Naturkosmetik bleiben möchte, kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Paketpost. Das ist von Averde und das ist das Eau Thermale Soothing Hydrating Serum. Also ein Serum für gereizte Haut, was die Haut schon mit Feuchtigkeit versorgen soll. Ich habe das eine Zeit lang benutzt, es ist ziemlich teuer, es kostet um die 20 Euro und ich fand das echt gut. Aber ich habe jetzt eine Alternative ausprobiert, die mir sogar noch besser gefällt und noch günstiger ist, die ich euch im nächsten Favoritenvideo zeigen werde. Also wenn ihr das wissen wollt, was ich da besser finde noch als das, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wie gesagt, ich finde es nicht schlecht, aber ich finde das andere einfach besser und deswegen werde ich es mir nicht nachkaufen. Ready Eau von Lush, das ist ja mit Veilchen und Zitrone und soll eben gerade für blonde Haare sehr, sehr gut sein. Ich hatte davon die 250 ml Variante und ich muss zugeben, dass ich es nicht für meine Haare benutzt habe, weil ich mit Daddy O, also ich habe einige Shampoos von Lush auch ausprobiert, sehr, sehr, sehr viele, also fast alle eigentlich, aber mit Daddy O komme ich auf keinen Fall klar, weil ich finde, dass es die Haare sehr, sehr stumpf macht. Deswegen habe ich es für meine Pinsel benutzt, also für meine Make-up-Pinsel, um die auszuwaschen. Und damit hat es sehr, sehr, sehr gut geklappt. Das ist auch sehr, sehr lange, bin ich damit hingekommen natürlich. Die Shampoos von Lush haben meist einen sehr hohen Sulfatanteil. Das heißt, sie reinigen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat Daddy O definitiv gemacht. Ich muss auch sagen, dass er meine Pinsel auch sehr gut hat riechen lassen und auf jeden Fall auch weich gemacht hat. Aber ich würde es jetzt auf keinen Fall für meine Haare benutzen, deswegen werde ich es mir auch nicht nachkaufen. Und hier ist jetzt so das bisschen, was jetzt hier unten drin war, schwingt jetzt in der ganzen Flasche rum, weil ich die so hin und her so lalala schwenke. Ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen mit Daddy O schreiben. Vielleicht findet ihr es ja besser als ich. Das ist das Lilane Algemarina Trockenshampoo. Ich glaube, mehr muss ich nicht dazu sagen. Ich bin ein großer Trockenshampoo-Fan und habe eigentlich immer eins davon da. Momentan habe ich aber eins von Batiste, wo ich noch rausfinden muss, ob mir das besser gefällt oder nicht. Ja, jedenfalls aufgebraucht und eigentlich immer da. Milde Reinigungsschaum von CD. Ich habe zwei ganze Dinger davon aufgebraucht. Ich muss aber auch zugeben, dass ich immer recht viele Pumpstöße davon benutze. Also ich kann mir vorstellen, dass viele andere Leute da länger mit hinkommen als ich. Ich habe immer das Gefühl, ich muss das alles richtig gut runterkriegen und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Er ist ein bisschen austrocknend. Also wenn ihr trockene Haut habt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht nichts für euch ist. Wobei hier drauf steht, sogar für empfindliche Haut. Aber es kommt ja auch immer drauf an. Wie gesagt, wenn ihr weniger davon benutzt, dann trocknet er vielleicht auch nicht so aus. Aber ich muss immer mehr davon benutzen. Ich weiß auch nicht. Finde ich ganz toll. Momentan benutze ich einen von Averde, den ich einfach noch hatte bei mir. Und ich bin jetzt gerade so dabei, so alle die Sachen, die ich gehortet habe über die ganze Zeit aufzubrauchen. Deswegen habe ich mir keinen nachgekauft. Aber sobald der von Averde alle ist, werde ich den auf jeden Fall nachkaufen, weil das für mich ein super Abspringprodukt ist. Die Lemony Flutter ist meine absolute Lieblingshandcreme. Ich habe eine ganze Packung davon aufgebraucht und da sind 50 ml drin. Und wenn ihr die schon mal ausprobiert habt bei Lush, dann wisst ihr, oder vielleicht habt ihr sie auch selber, dass die unglaublich reichhaltig und fettig ist und dass man nur ganz, ganz, ganz wenig deswegen davon braucht. Ich habe mir die gekauft, ich glaube Ende 2013 und ich habe sie jetzt aufgebraucht. Ich habe das ja natürlich kommen sehen, dass sie alle geht und habe mir dann direkt eine neue Handcreme gekauft. Ich liebe die Lemony Flutter, nicht nur wegen des Dufts, sondern auch, weil sie eure Hände einfach so gut mit Feuchtigkeit versorgt wie keine andere Handcreme. Wenn meine Hände trocken sind, dann schmiere ich mir die nachts einfach, also was heißt nachts, bevor ich ins Bett gehe, schmiere ich mir die damit ein und lasse es dann über Nacht einwirken. Ich massiere das auch schön in die Nagelhaut ein und ich hatte noch nie weichere Hände dann danach. Also das ist wirklich meine absolut beste Handcreme, die einfach meine Hände definitiv mit Feuchtigkeit versorgt und wieder schön weich macht. Und wie gesagt, auch wenn ihr Probleme mit trockener Nagelhaut habt, schaut euch die mal an, weil da sind Bienenwachse drin. Was ist da noch drin?
Zitronenaufguss, Shea Butter, Sojaöl, Avocadoöl, also wirklich viele Öle plus Bienenwachs. Ja, das ist einfach Feuchtigkeit pur für eure Hände. Weiter geht es mit diesem Parfüm. Ich brauche nicht zu oft Parfüm auf, obwohl ich einiges habe. Ich schaue hier gerade mal hoch. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich muss sagen, dass die meisten davon Body Sprays sind. Jedenfalls habe ich das aufgebraucht. Das hatte ich auch schon viele, viele Jahre lang. Das hatte ich auch schon viele, viele Jahre lang. Das ist eine 100 Milliliter Flasche. Und ja, wenn ihr euch das anschaut, es sieht ein bisschen untypisch aus. Es ist, nennt sich Petit et Maman. Meine französische Aussprache ist definitiv furchtbar. Deswegen hört am besten nicht zu genau hin. Und es ist ein Parfüm, was nach Baby riecht. Und zwar original. Es ist ein sehr, 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 sehr pudriger Duft. Und hat mir unglaublich gut gefallen. Ich weiß noch, dass ich das einmal irgendwo gerochen habe und mir dann dachte, ich muss diesen Duft haben. Und ich habe es überall geschaut. Es gibt ihn kaum irgendwo bei Douglas oder in irgendwelchen Parfümerien. Ich habe die ganze Stadt danach abgesucht und habe dann aber einen Tester davon gefunden, tatsächlich in einer ganz, ganz kleinen Parfümerie und habe es mir dann im Internet bestellt. Und ja, das habe ich jetzt bestimmt schon seit, lass mich überlegen, seit 3 Jahren mindestens. Und ja, jetzt habe ich es aufgebraucht. Ich werde es mal nicht nachkaufen, aber es war auf jeden Fall ein schönes Parfüm. Also falls ihr mal an einem Parfüm riechen möchtet, was nach Baby riecht, dann schaut euch das an. Eine Foundation, das ist die Rimmel Match Perfection Foundation, die ich aufgebraucht habe. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, aber ich habe wirklich versucht, so viel, beziehungsweise den Rest, der noch drin war, den da irgendwie rauszukriegen. Ich liebe diese Foundation. Das war das erste Mal, dass ich die ausprobiert habe. Dieses Fläschchen, ich habe übrigens die Nummer 100, Ivory, und ich liebe die. Ich finde die ganz, ganz, ganz toll. Sie ist nicht ganz so, sie hat nicht diese kleinen Glitzerpartikel drin, die die Rimmel Wake Me Up Foundation hat, aber sie macht auch einen unglaublich frischen Ton, finde ich. Und die Deckkraft ist nicht zu stark, aber ihr könnt sie schichten, das ist an der ganz, ganz toll. Und sie macht einfach so ein frisches Hautbild und es ist definitiv so ein bisschen dieses dewy, gesunde mit so ein bisschen Glow im Gesicht. Also wenn ihr das nicht mögt und irgendwie sagt, ihr habt ölige Haut und mögt es nicht, dann wird die nichts für euch sein. Ich persönlich liebe das ja total und mag es, wenn ich ja an bestimmten Stellen im Gesicht oder einfach generell diesen gesunden Glow im Gesicht habe. Ich mag das sehr, sehr gerne und habe da echt eine neue Lieblingsfoundation mitgefunden. Ich habe sie mir bei ASOS auch nachbestellt. Und die müsste jetzt eigentlich kommen in den nächsten Tagen. Also ich liebe sie sehr. Der Maybelline Fit Me Concealer in der Farbe 10. Ich habe ihn mir jetzt nicht nachgekauft. Das war, glaube ich, mein zweiter, den ich alle gemacht habe. Ich finde den super. Ich habe ihn mir jetzt aber nicht nachgekauft, weil ich momentan den Lasting Perfection Concealer habe von Collection 2000. Habe ich mir in Schottland gekauft. Ich finde, der hat sich auch manchmal ungeschickt an so trockenen Stellen abgesetzt. Aber die Deckkraft ist natürlich super und ich möchte da auch gar nicht großartig meckern. Aber wie gesagt, momentan benutze ich ihn nicht, weil ich den von Collection 2000 habe. Polly's Natural Body Scrub Coconut Crush. Das ist ein Kaffeepeeling. Das wurde mir zugeschickt. Ich wurde gefragt, ob ich das testen möchte und ich habe gesagt, ja, weil ihr wisst ja, ich bin ein großer Body Peeling, Body Scrub Fan. Und das besteht aus Kaffee, Kokosöl und Mandelöl. Und ich habe dieses Peeling geliebt. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll und es hat mich neugierig darauf gemacht, dasselbe mal auszuprobieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie man so etwas selber machen kann, dann bleibt auf jeden Fall in den nächsten Tagen dran auf meinem Kanal. Da kommt nämlich was auf euch zu. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber ja, auf jeden Fall bleibt dran, falls ihr da irgendwie Interesse dran habt. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Das Balea Enzym Peeling. Ich habe es auch wieder aufgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Und ja, habe es wieder aufgebraucht. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie gar keinen Unterschied merken. Ich merke das schon. Ich weiß aber, was ihr meint. Ich finde, man muss da sehr, sehr, sehr genau drauf achten. Meine Haut ist danach definitiv glatter. Aber ich muss auch zugeben, dass ich manchmal auch noch ein anderes Peeling zusätzlich benutze, einfach weil ich auch so viel Krams hier habe mit den ganzen Sachen, die man zugeschickt bekommt und testen kann und so weiter, wird das immer so, so, so viel, dass ich einfach manchmal auch zusätzlich noch was benutze. Aber trotzdem gefällt es mir total gut und deswegen habe ich es mir auch nachgekauft. Etwas, das nie fehlen darf in meinen Aufgebraucht-Videos, sind natürlich Augen-Make-up-Entferner. Das ist jetzt der von Rival de Loop. Ich habe jetzt momentan auch noch welche von Rival de Loop. Weil ich die ja immer, wenn die im Angebot sind, kaufe ich immer so, keine Ahnung, 6, 7 Packungen davon oder so. Weil ich die ja eh benutze und deswegen lohnt sich das dann mal für mich. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 3 Packungen und dann kann ich endlich mal den von Garnier ausprobieren und bin schon wahnsinnig gespannt.
Aber wie auch immer, das sind, ist ein ganz, ganz toller Augen-Make-up-Entferner. Ich benutze den immer in den wasserfesten, weil ich ja wasserfeste Wimperntusche benutze und kann da gar nicht drüber meckern. Und dann kommen wir zum letzten Produkt und das ist der Refill Gel Nagellack von P2. Der ist eigentlich zum Auffüllen von Gel- und Kunstfingernägeln gedacht, aber ich benutze den immer als Überlack für einfach meinen normalen Nagellack. Ich trage den auch heute wieder. Und ich finde einfach, dass der einen total schönen Glanz macht, wie ihr hier, glaube ich, ganz gut sehen könnt. Ich glaube, der bewirkt auch ein bisschen, dass der Nagellack schneller trocknet darunter. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich finde, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen und ich achte da jetzt eh nicht so drauf, weil ich beim Nagellacklackieren meistens eh mal Serien gucke oder so. Aber auf jeden Fall, ja, finde ich den sehr gut und habe mir den deswegen nachgekauft. So, und das war es auch schon wieder mit meinem Aufgebracht-Video. Ich werde die Sachen jetzt wegschmeißen, fühle mich danach direkt viel, viel besser. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Woche habt. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bleibt auf jeden Fall dran jetzt in den nächsten Videos auf meinem Kanal. Ich habe jetzt wieder mehr Zeit, Videos zu drehen und da wird auch was kommen mehr, weil ihr werdet bemerken, dass ich wieder mehr Zeit fürs Video drehen habe. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss! Hallo, einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch, weil ihr es euch in meinem letzten Instagram-Post und auch unter dem Food Diary so sehr gewünscht habt, zeige ich euch heute, wie ihr super leckere Chocolate Chip Cookies selber machen könnt. Für den Teig benötigt ihr jetzt